so, dass wir ihn tatsächlich wegen der Begleitverletzungen und einfach wegen der Betreuung noch sicherlich einige Tage bis zu einer Woche, denke ich mal, in jedem Fall auf der Intensivstation behalten werden. Weil man muss auch ganz nüchtern sagen, sowohl diese Gefäßverletzungen als auch die sonstigen Brüche, als auch die Lunge, das sind alles Verletzungen, die uns noch Probleme machen können. Es können immer noch, auch wenn es momentan nicht danach aussieht, lebensbedrohliche Komplikationen auftreten. Und deswegen würden wir ihn sicherlich die nächsten Tage bis zu einer Woche, denke ich, in jedem Fall auf der Intensivstation weiter überwachen, um alles optimal einzustellen.